Ja, die Folge ist jetzt die Folge, wo endlich mein Mega-Walkout kommen wird. Ich weiß es genau, ich verspreche mich schon extra. Also, let's go, Topper-Team. Wir haben drei Plätze nur frei. Vielleicht heute ja gleich mal wieder irgendwas auf. Wir haben Stuttgart gegen Union Berlin. Wir haben Lazio gegen Hellas Verona. Wir haben Liverpool gegen Spurs und Real Madrid gegen Atletico Madrid. Warum haben wir eigentlich Stuttgart gegen Union Berlin? Wir Stuttgarter spielen in Dortmund morgen. Was ist? Das verwirrt mich. Also, Stuttgart spielt morgen in Dortmund, soweit ich weiß. Wolfsburg hat auch Spiel gedreht, kurz vor Schluss gegen Frankfurt. Ich gucke jetzt nochmal. Dortmund, Stuttgart, morgen. Warum sind eine Top-Partie Stuttgart gegen Union Berlin? Das Spiel ist erst Dienstag. Warum? Das ist Dienstag. Warum kommt dieses Spiel jetzt? Real gegen Atletico ist alles gut am 12. Morgen. Liverpool gegen Spurs. Ist auch am Wochenende. Oder? Wo sind sie? Liverpool. Wird geil angezeigt bei mir, ist auch schon schön. Liverpool gegen Tottenham am 16. Alter, was sind das für Top-Partien? Der 16. ist nächsten Mittwoch. Und Real gegen Lazio gegen Hellas haben wir auch noch. Warum geht das in die nächste Woche rein? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Das sind die Top-Partien des Wochenendes. Ja gut, das ist morgen. Das ist alles gut, aber. Warum? Welcher Sinn steckt dahinter, irgendwelche Top-Partien mitten unter der Woche dazu zu quetschen? Sind die Top-Partien so schlecht gewesen? Also wir machen jetzt erstmal Stuttgart, Union Berlin. Wir brauchen aus der Bundesliga ein, aus Deutschland mindestens zwei, Spieler derselben Liga mindestens drei, einer selten 75 Gesamtwertung, 75 Teamchemie und 11 Spieler im Verein. Im Tor, ich habe mich für die türkische Nation mal entschieden, weil ich die relativ selten nehme. Im Tor habe ich Chuck hier, Gönül, Konaté Erstbesitzer habe ich reingehauen, Asis Erstbesitzer, das heißt zwei, Bingold Erstbesitzer, das heißt drei, Kruse, Kramer, Frei Erstbesitzer, das sind vier, Uca Erstbesitzer, das sind fünf, Babel Erstbesitzer, das sind sechs, Demir Erstbesitzer, das sind sieben. Die zählen wir ab von 83, dann sind wir bei 76 und ihr könnt es immer noch 1 zu 1 nachbauen. Oder ihr macht es halt so wie ich. Ihr schaut halt, welche Türken, also wie viele türkische Landsmänner ihr im Verein habt. Oder was weiß ich, Kroaten oder egal wo. Nehmt euch eine Liga und haut die da rein. Und in der Mitte zum Beispiel drei aus Deutschland, drei aus England, drei aus der Ligue 1 oder was weiß ich. Und dann habt ihr es 1 zu 1 gelöst. Also 8 Stücke aus der Türkei, 3 Stücke aus Deutschland, dann habt ihr das 1 zu 1 gelöst. Muss halt nur schauen, dass ihr eben auf 75 Gesamtwertung kommt. Das sollte möglich sein. Es gibt ein Elektrum-Spieler-Pack. Ich soll dir mal erklären, wie ich meine Ideen so einbaue. Ich gucke mir an, welche Spiele habe ich doppelt. Guck dann, wenn es nicht von Anfang an klappt bei Footbin, wo ich drei, vier Stück habe, wo ich sagen kann, linke Seite dreimal Deutschland, rechte Seite dreimal England, Mitte irgendwas und dann kann ich es immer noch 1 zu 1 irgendwie nachbauen. Hier fehlt Tonali. Oder Parolo?
Egal. Außer Serie A brauchen wir bei Lazio gegen Hellas Verona mindestens 2. Ligen maximal 4. Spieler selber Nationalität maximal 5. Einer selten. 77 Gesamtwertung, 75 Teamchemie wieder und 11 Spieler. Im Tor Perin. Guter italienischer Torwart mit 700. Billiger als Buffon und 82 Gesamtwertung. Super. So für SBCs. Musaccio, Erstbesitzer 1. Poli, Erstbesitzer 2. Bastoni, Erstbesitzer 3. Parolo, Deron, Larsen, Ansaldi, Erstbesitzer 4. Cyprien, Cornelius im Sturm und Franck Ribéry macht 4 Stück weniger. Ich habe Chemie 99, das heißt auf 4, auf 4 hat man 95, würden wir runtergehen. Ich wollte gerade 94 gesagt sagen. Also könnt ihr 1 zu 1 nachbauen, könntet sogar nochmal runtergehen. Zum Beispiel für ihn hier Tonali reinsetzen, würde ebenfalls funktionieren, anstatt Franck Ribéry, von mir aus ein 77er müsste auch noch funktionieren. Also es geht auch noch ein bisschen billiger. Ich versuche möglichst viele Erstbesitzer wegzuhauen, deshalb let's go, weg mit euch. Und der nächste Squad ist Liverpool gegen die Tottenham Hotspurs. Hier brauchen wir von Liverpool oder Tottenham mindestens 1. Premier League mindestens 2. Nationalitäten mindestens 5. 2 Stück müssen diesmal selten sein. 79 Gesamtpunkte. Diesmal eine 80er Teamchemie und 11 Spieler wieder. Im Tor habe ich Bielov, Holländer. Svensson, Erstbesitzer 1. Wiergever, Erstbesitzer 2. Evans, Erstbesitzer 3. Rose, Erstbesitzer 4. Kopp Meinerts. Milner, Erstbesitzer 5. Stanks, Erstbesitzer 6. McNeil, Erstbesitzer 7. Haller und Ings macht der 8. Erstbesitzer. Das heißt, 100 Chemie minus 8 macht 92. Wir haben immer noch 12 über. Könnt ihr 1 zu 1 nachbauen. Oder ihr macht es wie ich. Linke Seite, ihr seht 2, 4, 5. Plus ihn 6 mal England, Premier League und den Rest mit Holländern auffüllen und dann solltet ihr es auch hinkriegen. Oder hier Deutschland 6 mal und hier, was weiß ich, Türkei, China, irgendwas. Na, China wird wegen der Bewertung ein bisschen kritisch. Bleibt bei Holländern. So, das gibt auch wieder ein schönes Päckchen. Und jetzt der letzte Squad, Real gegen Atletico. Schönes Spiel wird das. Ich hoffe mal, dass Atletico einen Unentschieden holt. Real mindestens 1, Atletico mindestens 1. Spieler aus der selben Liga, maximal 4. 3 müssen diesmal selten sein. 80 Gesamtwert und jetzt eine 85er Teamchemie. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger und 11 Spieler wieder. Im Tor habe ich Castells, Corluca, Pongracic, Brooks, Moses, Erstbesitzer 1, Vlasic, Erstbesitzer 2, Manu Trigueros, Vitolo, Erstbesitzer 3, könnte aber auch die Goldkarte nehmen, ist ein bisschen billiger, Akinfev, Paco Alcácer, Erstbesitzer 4 und Marco Asensio, Erstbesitzer 5, das heißt 5 Stück runter, wir sind nur noch bei 84 Teamchemie, könnt ihr jetzt nicht 1 zu 1 nachbauen, liegt aber daran, dass ich auch selbst ein bisschen getrickst habe hier und viele Erstbesitzer reingehauen habe. Ihr könnt aber es nachbauen, indem ihr einen Spieler tauscht. Nee, in dem Fall geht's gar nicht. Also ihr braucht mindestens einen Erstbesitzer. Einen Erstbesitzer von diesen Spielern braucht ihr oder ihr macht es halt anders, ihr nehmt hier einen spanischen Spieler mit 78, 79, 80, dann würde es auch funktionieren. Also es geht auch so. Oder im Sturm, da gibt es ja auch Borja Iglesias, da müsst ihr 82 haben, könntet ihr auch reinmachen und dann hätte das auch gelöst. Also es gibt viele Lösungen, nicht nur meine. Es gibt tausende von Lösungen, Umwege, einfache Wege, je nachdem, was ihr im Verein habt. Weil ich habe über 800 Spieler. Ich versuche jetzt wirklich Spieler loszuwerden. Aber mit dem doppelten Mist da, das ärgert mich, wenn ich die dann alle abstoßen muss und so weiter. Das ist einfach blöd.
Du, hätte ich jetzt mal 40 Sekunden weitergeredet, wäre es besser gewesen. Davon wird aber keiner gehen. So, das erste Pack. Premium Goldspieler Pack. Let's go! Drei seltene könnten theoretisch drin sein, es ist nicht ein einziger. Es ist ein ZOM, es ist ein Jonathan Vieira. Elektrum Spielerpack, ein seltener nur. Ich schätze, es ist nichts drin, leider. Würde mich deines Besseren beraten, aber nein, Tarkowski ist das. Hat mir letztes Jahr ein oder zweimal in Formkarte gezogen. Dieses Jahr hatte er, glaube ich, noch gar keine. Ihr seid nichts wert. Sind auch nicht im Team of the Week, also können nichts wert sein. Einer verkauft. 2-4. So, okay. Premium Elektrum Spieler Pack. Wieder nix. Mein Eventspieler lässt immer noch auf sich warten, der mir so ein bisschen mal was einbringt. Es ist schade. Aber was soll ich machen? Ach komm. Gonzales will ich Erstbesitzer haben. Jetzt habe ich den getauscht. So, Premium Goldspieler Pack. 6 seltene Objekte sind drin. Aber es ist nur ein Kramaric. Sind alle nichts wert. Und ein Prime Electrum Spieler Pack zum Abschluss. Komm schon jetzt, aber würde ich es einmal gönnen. Wenigstens ein Spieler ein bisschen was wert ist, oder? Brasilien! RM. Tottenham. Lucas Moura. Auch nichts mehr wert. Auch nichts mehr wert, der Junge. Problem an der Sache ist, ich habe mir 55.000 gekauft. Damals. Der Junge hat aber nur noch einen Wert von. Guck mal, der hat auch nur noch 32.000 hinten dran. Er ist nur noch 9.000 wert. Also, das war eine Investition. Bei mir ist halt so, meine Stammspieler will ich ungern immer verkaufen. Dann behalte ich die lieber und behalte sie und behalte sie und behalte sie und. Irgendwann ist es zu spät. Irgendwann ist es schon vorbei. Trotzdem, wenn euch der Content wieder gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen, ob ihr es mir nachgebaut habt oder ob ihr es vielleicht als Anregung gesehen habt. Aber es würde mich freuen, wenn ich euch helfen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.